Ich weiß schon, warum wir immer hier vorne stehen. Es ist viel schwieriger zuzuhören. Vor allem, weil wir ja immer so monoton... Wir brauchen mehr Frauen auf der Bühne, das ist ein bisschen Abwechslung vielleicht. Ja? Also von der Stimmlage her. Genau, ich wollte euch kurz ein bisschen was über Session Handling erzählen. Ich habe bei Sebastian jetzt nicht so aufgepasst im Fluid Talk, weil ich habe da einen kleinen Schock programmiert. Und den wollte ich mal mit euch kurz durchgehen und abfragen. Ja? Also wir haben ja nur wenig Zeit. Ich gucke gerade mal kurz. Das könnt ihr vermutlich ganz toll sehen. So, das ist ja, wo bin ich denn hier? Mal gucken. Ja, geht alles gut. Ich hatte kurz erzählt in der Keynote, es gibt so ein neues Feature, Frozen Packages, da kann man so einzelne Pakete freezen. Und wenn man dann im Package List sich das anguckt, dann ist da so ein Sternchen davor. Das ist nicht das Einzige, was dann passiert. Also, aber, ja. Das Coole ist, dieses Paket ist dann nicht mehr im File Monitoring erfasst und Reflection wird dann gespeichert. Das heißt, wenn ich jetzt so ein Flush Caches mache, dann dauert das jetzt wahrscheinlich auch noch, weiß nicht, ein paar Sekunden, bis das alles wieder da ist. Aber nicht ganz so lange, als hätte ich das Flow3-Paket jetzt nicht eingefroren. Das ging jetzt schon deutlich schneller als 27 Sekunden. Egal, das nur so am Rande. Damit wollte ich feststellen, ob ich hier die neueste Version habe. Ich habe ein kleines Demo-Paket gekickstartet und ich möchte euch gerne zeigen, wie benutzt man Session-Funktionalität in Flow3? Wie kann man dafür sorgen, dass bestimmte Daten in einer Session mitgetragen werden? Und das klassische Beispiel dafür ist ja ein Shop bzw. so ein Warenkorb. Und ich bin jetzt nicht ganz fertig geworden, aber immerhin so der Teil, der für Sessions relevant ist. Also, ich mache mal irgendwie hier so ein Firefox auf. Offline-Modus. Wo geht denn das da? Ich bin doch gar nicht offline. Ich nehme Safari. Hat jemand meinen Apache aus irgendeinem Grund müsste ich meinen Rechner neu starten, Akkubale und so weiter. Also hier ist der Welcome Screen und ich habe hier ein Demo-Package gemacht mit einem Shop-Controller. Hier steht jetzt, Your Shopping Basket is empty und ich kann Name und Preis eines Artikels jetzt da rein tun und das Ganze soll dann in diesem Warenkorb gespeichert werden. Diese Farben sind echt cool. So cool jetzt auch nicht. Der Shop-Controller, der ist verhältnismäßig übersichtlich. Und zwar habe ich hier, ich habe hier so ein Domain-Model Basket gemacht, ja, das wäre dann der Warenkorb, und habe eine Index-Section, da tue ich den Basket in das Fluid-Template rein, um den dann anzeigen zu können. Und dann gibt es diese recht komplexe Action, AddItem-Action. Da kann ich einen Name und Price übergeben und dann mache ich hier einen neuen Item. Da gibt es elegantere Wege, das zu machen, aber das wisst ihr ja bestimmt. Das Objekt könnte auch durch das Fluid-Template natürlich erzeugt werden und so weiter. Wir machen das jetzt mal auf diese Weise. Dann wird das Item dem Basket hinzugefügt und man landet wieder in der Index-Action. So weit, so gut. Im Template sieht das so aus. Ich habe einen Shop
und habe hier so eine Condition eingebaut. Wenn es in dem Basket Items gibt, dann iteriert er über die Items und stellt den Name des Items dar und den Preis. Ja, ich finde das auch so gut. So, und ansonsten ist der Shopping Basket leer und hier gibt es noch so ein kleines Formular, mit dem man das Ganze dann hochladen kann. Ja, soweit klar. Bisher noch nichts mit Session gewesen. Das heißt, irgendwo muss ja das Geheimnis der Session sein. Schauen wir mal in das Model rein. Also es gibt hier ein Item-Model. Hier, ich habe jetzt mal eine Entity draus gemacht, weil später will ich so ein Item vielleicht auch in der Datenbank mal speichern. Ganz clever. Könnte man in ein Order-Objekt reintun oder so. Nur um das jetzt in die Session zu tun, muss es keine Entity sein. Nicht unbedingt. Und um das Ganze noch ein bisschen komplexer zu machen, also hier so ein Item kriegt Name und Price und hat einen Getter. Um das komplexer zu machen, habe ich so einen Tagesprice Calculation Service gemacht. Das heißt, wenn ich getPrice aufrufe, dann nimmt er den Tagesprice Calculation Service und ruft getTagesPrice auf. Der Grund, warum ich das hier so da reingetan habe, ist, ich möchte ja in diesen Warenkorb diesen Artikel reintun. Und im nächsten Request hoffe ich dann, dass der Artikel noch da ist. Ich möchte aber nicht den Tagesprice Calculation Service da reintun, weil den brauche ich später auch nicht persistieren, den muss ich nicht in die Session tun, das ist ein Service. Und Flow3 hat eine kleine Nettigkeit, und zwar, wenn diese ganzen Objekte, die ich in den Warenkorb reintue, die werden serialisiert, gespeichert in der PHP-Session und zum Schluss wieder unserialized beim nächsten Mal. Flow3 weiß ja, ob das Daten sind, die es sich merken soll, also ist es eine Entity zum Beispiel, oder ist es ein Service, zum Beispiel, den ich hinterher wieder injecten kann. Den schneidet Flow3 dann ab beim Serializen. Und wenn ich das Ganze wieder auftaue beim nächsten Request, wird der automatisch wieder rein injected. Soweit klar, warum das sehr cool ist? Ja, gut. Zumindest Sebastian nickt. Ich finde das total cool. Was jetzt in diesem Beispiel noch nicht auftaucht, ist noch eine weitere Komplexitätsstufe. Man könnte sich vorstellen, dass so ein Artikel einer Kategorie angehört. Und diese Kategorie, die speichere ich. Ich habe ein Category Object und ein Category Repository. Das persistiere ich alles ganz normal. Jetzt möchte ich so ein Item einer Kategorie zuordnen. Wenn ich das in die Session tue, dann möchte ich zwar dieses Item speichern in der Session, aber das Category Object, das möchte ich nicht mit in Session tun, weil vielleicht verändert sich das ja, während das Item in diesem Warenkorb ist. Ich möchte erst ganz zum Schluss das damit verbinden. Und auch das berücksichtigt Flow3, wenn es ein Objekt ist, was schon persistiert ist, also was ich aus einem Repository rausgeholt habe, dann merkt er sich nur die UUID von diesem Objekt und tut das in die Session, nicht das tatsächliche Objekt. Das heißt, dass, solange das unverändert ist und irgendwo aus der Persistenz kommt, wird nur eine Referenz darauf gespeichert. Sehr viel Vorrede, genau. So, jetzt haben wir hier Item. Da ist nichts Besonderes dran. Also, ja? Und was haben wir falsch geschrieben? 31, soweit kann ich. Achso. Ja, war nicht so schlimm. Hätten wir es persistieren wollen, dann wäre es uns um die Ohren geflogen, vermutlich. Aber ich habe es ja noch gar nicht persistiert. Und der Shop, der ist halt, man kann nur seinen Warenkorb füllen. Und zum Schluss, ja, reicht ja. Vielleicht bezahlen noch und das reicht dann auch. So, bleibt noch der Basket, der Shopping Basket.
Und hier ist jetzt die, das große Geheimnis. Shopping Basket ist jetzt nicht im Scope Singleton oder Prototype, sondern Scope Session. Das bedeutet, so ein Basket verhält sich erstmal so ein bisschen wie Singleton. Das heißt, im Controller kann ich mir das injecten lassen und ich bekomme immer denselben Shopping Basket. Und zwar nicht nur innerhalb eines Requests, sondern eben über Request-Grenzen hinaus bekomme ich immer den gleichen Shopping Basket, der an die aktuelle User-Session gebunden ist. Ja, recht unspannend. Aber so funktioniert es halt. Wir können es ja mal ausprobieren. Dazu mache ich hier mal so ein Log auf. Mal gucken, ob das noch funktioniert. Also ich rufe nochmal hier die URL auf. Genau. Habe irgendwo was geändert. Genau, Item habe ich verändert. Das Log-File ist nämlich besonders interessant jetzt. Da kann ich verfolgen, ob Sessions erzeugt werden oder nicht. Denn ich möchte nicht, wenn jemand meinen Shop benutzt, dass auf Verdacht schon mal eine Session erzeugt wird. Ich will erst im letzten Moment eine Session erzeugen, denn dann wird ein Cookie gesetzt und dann kann mein Reverse-Proxy das Ganze nicht mehr cachen und so weiter. Das heißt, ich versuche das herauszuzögern. Mal schauen, was passiert. Was tun wir denn mal da rein? Kaffee. Kaffee. Was kostet der? Warte mal. Dann nehmen wir, was nehmen wir denn? Mille Soli. Der kostet 27. Das weiß ich. Tun wir da mal rein. So, und hier steht jetzt 359 Millionen, das ist der Tagespreis. Ihr habt ja den Algorithmus wahrscheinlich gesehen. Ach nee, den habe ich noch gar nicht gezeigt. Genau, den Tagespreis Calculation Service. Der nimmt den Base Price mal Time. Das heißt, wir sollten ziemlich schnell diesen Shopping Basket abschicken, weil der Preis halt steigt. Wir können ja nochmal Sägemehl für 2 Euro reintun. Gibt es bei Chibo. Oh, habe ich 2-mal gemacht. Ja, Preis steigt. Gut. Schauen wir mal in die Session, ins Log-File rein. Und zwar steht hier Session Initialization triggered by Basket at Item. Started Session with ID, bla bla bla. Und jedes Mal, wenn ich es weiter aufgerufen habe, steht hier Resumed Session with ID sowieso. Das heißt? Ja? Nee? Nee, sag ruhig. Ach so, ja? Nee, wir können auch Jeopardy machen. Basket-Objekt als Parameter in der Action? Nee, das wird nicht gehen, weil das funktioniert ja nur über Dependency Injection, dass du auch dann die tatsächliche Instanz kriegst. Also wenn du New Basket machst, kriegst du einen neuen Basket. Nee, genau. Und okay, ich glaube, den Hintergrund, den musst du mir nachher nochmal erklären. Ja. Vielleicht habe ich das noch nicht so verstanden. Ich habe ja eigentlich auch gar nicht mehr so viel Zeit. Ich wollte euch noch sagen, AddItem hat offensichtlich dafür gesorgt, dass eine Session erzeugt wird, gestartet wird. Ich bin im falschen Spielfilm. So, AddItemAction ruft, macht hier newItem und dann thisBasketAddItem. Das heißt, im Basket habe ich AddItem und da ist in grau handschriftlich vermerkt Flow3Session AutoStart gleich true. Das heißt, Flow3 merkt sich jetzt, wenn ich diese Methode aufrufe und es gibt noch keine Session, dann mach eine neue. Der gewitzte
Zuhörer, wie auch ich mich selbst vorhin, fragt sich, warum ist denn bei GetItems kein Autostart gleich true? Weil das wäre ja auch gut, wenn ich da eine Session hätte, wenn ich da drauf zugreife. Ja, das ist so. Wenn es vorher schon eine Session gab, wird die automatisch auch weitergeführt, resumed. Und davon kann ich ja mal ausgehen, wenn ich auf GetItems zugreife, dass ich schon eine Session habe. Genau. Wenn es nicht da ist, ist das leer. Und um zu gucken, ob was da ist, kann ich immer noch hasItems benutzen. hasItem benutzen. Oder hasItems. Ne? Ja, das ist das wundervolle Wunder des Session Handling. Zum Schluss, da Franz das heute Morgen nicht gezeigt hat, ihr habt es wahrscheinlich schon alle gesehen, C64, Syscode für Neustart. Wer weiß ihn? Mein Gabel gefragt wurde. Ja? Wenn du das Autostart vielleicht nur nicht drin hättest, würdest du dann in die Session abbrechen? Wenn du das Autostart True nicht drin hast, dann wird er das Item zum Basket hinzufügen und das dann gleich wieder vergessen. Das ist wichtig zu wissen, wenn man die Session probiert, muss man das nur drin haben, das Autostart sonst. Genau. Das war früher hatten wir es so, dass immer automatisch eine Session gestartet wurde, aber wie gesagt, aus Gründen der Cachebarkeit durch Vanish und so weiter, wollen wir das so weit wie möglich verzögern, dass keine Cookies gesendet werden. Ne? Sehr gut, finde ich auch. Ja? Wie gehe ich mit einem neuen Basket, wenn ich nicht gleichzeitig die komplette Session finde? Machst du einen neuen Basket einfach? New Basket, oder? Nee, Quatsch. Wie war die Frage? Die wahre Frage ist, wie kriegt man einen neuen Basket, ohne eine neue Session zu starten? Ach so, genau. Du nimmst das Objekt weiter, aber musst es halt per Hand zurücksetzen, Clear-Methode schreiben. Finde ich auch gut. Ja. Gut, das war's. Vielen Dank, viel Freude noch und so.